Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft. Wir sind immer noch in unserer gigantischen Höhle, haben jetzt hier in diesem Hauptraum, also in dem nächsten Hauptraum, in den es reingeregnet hat. Hier könnten wir uns übrigens rausschleichen wieder, also könnten wir auch so rauskommen, ohne den Haupteingang zu suchen. Ob wir uns dann aber verlaufen, das ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit dann, dass das passieren wird. Gut, wir wollen jetzt hier noch den Rest mitnehmen und dann uns dann so langsam auf den Heimweg machen. Ah, hier bin ich wahrscheinlich runtergefallen. Doch, ich glaube, da ist unsere Treppe. Okay, dann müssen wir hier etwas aufpassen. Ich weiß gar nicht, wovor ich weggelaufen bin oder gesprungen oder so. Da sind wir nämlich im letzten Part ja runtergefallen. Und da ist die nächste Spitzhacke kaputt. Aber ein paar haben wir noch. Unter anderem ja auch noch die Eisenspitzhacke und notfalls können wir uns immer noch eine neue machen. Auch wenn sich das jetzt wahrscheinlich nicht mehr lohnt, bevor wir abhauen. So. Vielleicht hier sowas wie eine kleine Treppe, dass wir hier nochmal rauf können. Eine Fackel wäre sinnvoll. Und jetzt graben wir vielleicht hier die Decke noch einmal ab. Ob da vielleicht nicht doch noch Eisen versteckt ist hinter. Wo da hier schon ein, zwei Fleckchen waren. Aber es sieht nicht so aus. Okay, dann nicht. So. Dann gehen wir noch weiter rein. Da war auf jeden Fall noch ein bisschen Zeug. Hier zum Beispiel dieses Eisen. Und noch ein bisschen dahinter. Oh, sogar wieder ein paar Fleckchen mehr. Das ist sehr gut. Moment. Eine Spinne habe ich gehört. Aber ich weiß nicht von wo. Ich glaube, hier schleicht keine umher. Wir nehmen jetzt einfach hier das Zeug ab und wenn eine Spinne plötzlich hinter uns erscheint, werden wir uns auch dieser Gefahr sicherlich stellen können. Wenn wir selbst Endermänner problemlos überleben und das mit meinem mangelnden Talent, dann sollte das doch, denke ich, machbar sein, eine Spinne zu überleben. So. Okay, noch ein bisschen weiter rein, möglichst ohne darunter zu fallen. Das wäre hilfreich. Ist jetzt hier noch was oder haben wir das schon abgebaut? I don't know. Hier haben wir auf jeden Fall abgebaut. Dann glaube ich auch, dass wir hier alles schon abgebaut hatten. Oh oh, jetzt kriegen wir auch Hunger. Jetzt wird es auf jeden Fall Zeit, uns auf den Rückweg zu machen. Die Frage ist natürlich, ganz klar, nehmen wir das Risiko und nehmen all unsere Sachen mit nach draußen oder lieber nicht? Das ist eine... Oh, hier war noch, lag noch Eisenerz. Das ist natürlich eine gute Frage. Hopp. Wir gehen lieber diesen Weg zurück, weil ich nicht weiß, wo wir noch Kisten hingestellt haben. Die sollten wir auf jeden Fall leer räumen. Ich weiß gar nicht genau, wie viele wir gemacht haben. Drei? Eine am Anfang und zwei unterwegs, glaube ich. Zombie? Ist hier irgendwo einer? Hier kann noch eine Fackel hin. Hier sieht es relativ dunkel aus. Hier auch. Zombie, Zombie, Zombie. Ich sehe keinen. Oh, da oben wäre auch noch ein Stückchen, wo man reingehen könnte. Genau, wir wollten das mit dem verrotteten Fleisch mal ausprobieren, ob das klappt. Was ist das hier? Kies. Und das Eisenerz legen wir mal auch beiseite und packen lieber die Erde noch hier hin. Mal probieren, ob das schmeckt. Ja. Aber irgendwas ist mit uns los. Vergiftet oder so, eine Magenverstimmung. Ich weiß nicht genau, was das jetzt macht. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Ich erkenne jetzt erstmal keinen nachteiligen Effekt, außer dass Blubberblasen aufsteigen. Aber das wird nicht das Schlimmste sein. Irgendwo hier hatten wir, glaube ich, noch eine Truhe. Wir nehmen mal lieber das Schwert. Genau, hier unten sind wir nicht lang. Wir sind nur hier unten mal lang gewesen. Ich weiß, dass es da nicht nach draußen geht.
Aber ich weiß nicht, ob wir hier. Ne, hier waren wir, glaube ich, gar nicht weiter. Okay, dann wieder hoch. Und wir haben schon wieder Hunger. Oh, und ganz schön Hunger. Das hat, glaube ich, nichts gebracht. Nicht viel, jedenfalls. Okay, da ist Truhe Nummer 1. Was wir machen, ist auf jeden Fall die beiden Truhen, die wir unterwegs gebaut haben, ausrauben. Und es zumindest in die ganz vorne tun. Ah, okay, hier ist so unser kleiner Durchgang. Mal sehen, ob uns hier viele Zombies begegnen. Ich weiß es nicht. Da oben war die Sackgasse, glaube ich, ne? Oh, haben wir gerade was eingesammelt noch? Hörte sich eben so an. Und ich weiß schon wieder, dass ich keinen Timer gestellt habe. Aber das ist nicht schlimm. Ah, da ist noch die weitere Truhe. Moment, ich guck mal. Nee, habe ich nicht gestellt. Na egal. Audacity läuft wieder so ein bisschen im Hintergrund. Dann kann ich das ungefähr abschätzen. So halbwegs. Also auf jeden Fall machen wir noch ein ganzes Weilchen. So, dann haben wir die Truhe, die wir noch ausbeuten können. Mann, 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 Mann. 53 Eisen, die wir hier haben. Und vorne war doch auch noch so viel. Aber wo ging es jetzt lang? Hier runter? Nein. Hier oben hoch geht's doch aber auch nicht weiter, oder? Oder doch? Nee, hier hatten wir zuge. Ah, ich bin blöd. Ich bin blöd. Klar, wir hatten den Ausgang ja zugemacht. Hops, hops, hops. Klar, wir hätten jetzt eigentlich die Truhe mitnehmen können und nicht da stehen lassen. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Werden wir darauf verzichten können. Und jetzt machen wir hier mal zu. Ich hoffe, uns kommt jetzt nicht eine ganze Monsterarmee entgegen. Oh Gott. Es war nur ein komisches Geräusch. Oh, und hier ist alles ganz schön verwinkelt so ein bisschen und unübersichtlich. Zombie kann eigentlich nicht von hinten kommen. Wenn dann von vorne. Oh, oh, oh. Aber noch haben wir alle Herzen. Wenn wir nicht einer ganzen Monstermasse entgegenstürmen müssen, sollte das machbar sein. Ist das schon unser Hauptraum? Kann sein, oder? Ich glaube fast. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber es könnte sein. Wobei hier war, glaube ich, auch die Stelle, wo wir nie hochkamen, so richtig. Nee, das ist, glaube ich, noch nicht unser Hauptraum. Hier ist unser Hauptraum. Ich will mir aber nicht wehtun. Dann gehen wir mal lieber den richtigen Weg. Denn ich glaube, jetzt ist es wirklich sinnvoll aufzupassen, dass man sich nicht verletzt, indem man von höher gelegenen Positionen herunterspringt. Da könnte es sinnvollere Sachen geben. So, und hier oben, ne? Sehr gut. Oh. Hier höre ich aber ganz schön viel. Moment, von wo sind wir denn gekommen? Sind wir hier rein und haben hier zugemacht? Ich glaube. Aber da ist ganz schön Alarm draußen. Uiuiuiui. Oh, und hier ist auch alles voll. Packen wir mal zur Sicherheit. Eisenerz, Stein, die Truhe von mir aus auch. Und das Eisen erst recht. Okay, also wie viel Eisen haben wir denn jetzt? Wir haben 64 Eisenerz. Und nochmal 9. Also 53 und 32 haben wir schon. Das macht 85. 85 Eisenerz und fast 200 Kohle. Holy shit. Okay. Jetzt ist alles drinne. Wir sollten relativ sicher sein. Und dann müssen ja hier irgendwo diese Monster sein.
Wir können so auf jeden Fall gucken, wann Tag ist. Uiuiuiui. Wir müssen schnell nach Hause finden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wo wir hier sind. Vielleicht versuche ich das einfach mal zu rekonstruieren. Wird es Tag oder wird es Nacht? Wenn Nacht wird, ist doof. Aber ich glaube, es wird hell, ne? Ich glaube, wir müssen hier rechts lang so ein bisschen. Doch, das wird hell. Wir machen mal das auf. Ja, ich glaube, die verbrennen auch da draußen gerade. Also einfach mal hier rausstürmen. Sehr gutes Timing. Oh, da oben ist Party. Nee, wir sollten vielleicht nicht unbedingt angreifen. Und jemand hat mir gesagt, die Spinnen greifen tagsüber nicht an. Das wusste ich auch noch nicht. Wir müssen natürlich auf Creeper aufpassen. Und ein bisschen Orientierung finden. Hier haben wir noch so ein Fleisch, das wir notfalls essen können, wenn es gar nicht anders geht. Hier haben wir dieses fliegende Ding. Hops. Oh, und das können wir gleich mal mitnehmen. Hier so ein Schilfrohr oder wie, was das ist. Ein, zwei Sachen davon. Können wir sicherlich noch gebrauchen. Oh, und hier haben wir Schafe. Ah, Mist, wir haben jetzt keine Schere gemacht. Sonst könnten wir die unterwegs so ein bisschen scheren. Aber am wichtigsten, oh Gott, ist es sowieso, nach Hause zu kommen. Da ist unsere Schafherde. Also, Schafherde ist übertrieben. Und wo ist unser Zuhause? Hier drauf vielleicht schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Unsere Nahrung schwindet immer mehr. Das kriegen wir auch nicht in den Griff, ne? Hallo Schäfchen. Ich will dich nicht töten. Vielleicht jetzt mal hier rüber. Hops, 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 hops. Immerhin haben wir noch ein bisschen Zeit, bis es wieder Nacht wird. Wenn wir es bis dahin nicht gefunden haben, dann wird es tödlich. Und wir haben natürlich die Höhle jetzt auch nicht markiert, wo unsere ganzen wertvollen, coolen Sachen drinne liegen. Oh, das ist ein bisschen zu hoch. Aber wo genau müssen wir hin? I don't get it. Hier ist dieser Fluss. War denn nicht hier irgendwo auch unser Tunnel? Moment, geh mal weg hier. Hops. Autsch. Oh, das tat sogar ganz schön weh. Oh Gott, ich dachte, das tut noch mehr weh. Verdammt. Aber da sind unsere Schafe und hier ist noch ein bisschen Kohle. Das ist gut. Aber sagt mir noch nicht so viel. Ich glaube, wir sind hier lang, oder? Es muss doch hier irgendwo in der Nähe sein, unser Zuhause. Wir wissen auf jeden Fall, wo unsere Schafherde ist. Ach du Scheiße, ich glaube, wir sterben bald, oder? Uiuiui. Uiuiuiui. Wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach mal auf Risiko und fress dieses ganze Fleisch einfach. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber so haben wir auf jeden Fall wieder Leben und regenerieren uns auch tatsächlich. Das ist gut. Was ist das da? Das sieht so. Vielleicht hier hoch? Verdammt, warum habe ich denn keine Orientierung? Nie habe ich Orientierung. Und wir nehmen, glaube ich, auch schon relativ lange auf. Ja, ich sollte das auch gleich beenden, aber ich würde gerne noch meine Wohnung finden. Wenn ich wüsste, wo sie ist. Es war doch bei irgendeinem fliegenden Ding. Aber das war nicht das da. Oder? Ach, verdammte Scheiße. Wo ist unser Zuhause? Da. Ist es nicht das? Ist nicht hier drin unser Zuhause? Oder sowas? Hoffentlich. Bitte. Nein, es sieht total unbearbeitet hier aus. Aber da ist es. Da ist es. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach, ist mir doch egal jetzt. Wir sind gleich zu Hause. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft.
Puh, jetzt nur noch den Heil aufsteigen, den Weizen ernten und uns ein bisschen Nahrung sichern. So, lass mich rein. Ich habe auch was zu Doppeltüren gelesen. Das können wir auch nochmal ausprobieren. Mit Druckplatten und so funktioniert das ja. So, alles weg, alles ab hier bitte. So, und her mit dem Weizen. Gut, ich hoffe, wir haben alles aufgesammelt. Dann können wir zur... Ach, die Werkbank ist ja hier unten irgendwo. Ja, dann können wir auf jeden Fall gleich einsortieren. Unser Zeug. Steine, Werkbank. Erstmal, das ist vielleicht am wichtigsten. 11 Weizen hat das gebracht. Das bringt uns 3 Brote immerhin. Ist schon mal besser als dieses olle, verkohlte... nicht verkohlte Fleisch. Na, das Ungenießbare. Nein, ich will nicht schlafen. Ich hätte von hier aus schlafen können. Okay. Wenn ihr meint. So, als nächstes hauen wir schon mal... Oh, jetzt... Ah, nee, ich regeneriere mich. Ich dachte schon, ich verliere Leben. Also, Pflastersteine können hier rein. Ihr auch. Das ist Kies und das sind nochmal Pflastersteine. Du warst Zeug für irgendwas, ne? Also hier können wir das Fleisch reinhauen, die Knochen, die Samen brauchen wir gleich, aber der Weizen kann hier mit rein. Zuckerrohr erstmal. Feuerstein auch. Der Kies von mir aus auch erstmal. So, und die Stöcker werden wir auch nicht brauchen. Wir sortieren das hier nachher gleich nochmal ein bisschen um. Allerdings möchte ich jetzt an dieser Stelle erst einmal diesen Part beenden. Im nächsten begeben wir uns dann wieder auf die Suche nach der Höhle, holen unsere Rohmaterialien her, also die ganze Kohle und Eisen und was wir nicht sonst noch alles in der Kiste gelassen haben. Und was wir dann als nächstes machen, werden wir dann sehen. Bis dahin und tschüss.